Upgrades verbessern die Kräfte ihrer Gesundheitsmitglieder, ihrer Gruppenmitglieder, ihre Waffen und ihr Schiff und machen den erfolgreichen Abschluss der Mission wahrscheinlicher. Sie können neue Upgrades bei Missionen finden, in Geschäften kaufen oder sie mit einem Forschungsterminal erforschen. Dafür sammeln wir übrigens das ganze Zeug. Man kann hier übrigens wunderbar den Effektkern sehen. Der so aussieht, als würde er gleich explodieren. Hier geht's nach unten. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Natürlich. Seuche auf Omega eingedämmt. Viel Zeit, um Informationen über die Kollektoren zu analysieren. Beeindruckende Laboreinrichtung. Aber es vermisst, für finanzstarke Organisationen zu arbeiten. KI ist besonders hilfreich. Die beste Einrichtung seit meiner Arbeit bei der Special Task Group. Erzählen Sie mir mehr über die Special Task Group der Salarianer. Eine anerkannte Organisation, operiert im Geheimen, kümmert sich um schwierige Aufgaben, ohne unter Aufsicht zu stehen. Aufklärung, Analyse, hin und wieder ein Attentat. Identifizierung von Problemen und Bereitstellen von Optionen zur Neutralisierung, falls nötig. Die Spectres des Rats entstanden nach dem Vorbild der Special Task Group. Sehr ähnlich. Wie kommt Ihr Assistent Daniel zurecht? Ziemlich gut. Alles ist sicher. Die Seuche ist weg, die Gegend wieder ruhig. Hab ihm für alle Fälle die Sicherheitsmacs dagelassen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Außerdem mag ich keine Macs. Zu laut. Wurden bei der STG nie eingesetzt. Es muss doch frustrierend gewesen sein, auf Omega in einer so einfachen Anlage zu arbeiten. Nein, es war großartig. Einfache Anlagen sind eine Herausforderung. Möglichst viele Leute mit begrenzten Ressourcen retten. Sicherheitslücken, Gangs, Söldnertrupps und andere Schwierigkeiten. Was für ein Spaß. Die Seuche hat mich an die Grenzen gebracht. Mehr hätte ich nicht verlangen können. Natürlich rette ich auch gerne Leute. Den Hilflosen helfen, Allgemeinwohl und so weiter. Angenehmer Ruhestand nach Abschluss der Arbeit bei der STG. Sie sagten, Sie waren bei der Special Task Group. Was für Forschung haben Sie da gemacht? Nicht einfach nur Forschung. Mehrere Aufklärungsmissionen. Geheim. Sehr riskant. Diente unter einem jungen Captain namens Kirahi. Habe die Genophage der Kroganer untersucht. Habe Wasser- und Gewebeproben von kroganischen Kolonien entnommen. Ich habe mal mit einem STG-Captain namens Kirahi gearbeitet. Sein Team hat mir geholfen, Sarens Klonanlage auf Wurmeyer zu zerstören. Hab schon gehört, dass er dabei war. Improvisierter Sprengstoff? Er hat ja auch mit wenig Ressourcen immer den Job erledigt. Guter Captain. Allerdings ein ziemlich harter Hund. Seine Durchhalteparolen waren großartig. Stellung halten, mir ist Job erledigen und dann ab nach Hause lieber. Ist vermutlich militärischer Stolz. Jargon. Gegen die Brust schlagen. Nichts für ungut. Warum hat die STG die Genophage untersucht? Kroganische Rebellionen waren blutig und gefährlich. Fast so schlimm wie die Angriffe der Rachni. Alle Spezies entwickeln sich, passen sich an, mutieren. Wenn die Wirkung der Genophage nachlässt, muss man vorbereitet sein. Worauf hat sich die STG vorbereitet? Militärische Pläne für wahrscheinliches Bevölkerungswachstum der Kroganer. Politische Szenarien für verschiedene Angriffspunkte. Die Genophage reduzierte die Zahl der Kroganer. Aggressivität der Spezies nicht unter Kontrolle. Bevölkerungswachstum hätte katastrophale Folgen. Die STG hat die kroganischen Rebellionen überwacht, mussten bereit sein, dasselbe zu tun. Einfache Aufklärung, kein Grund zur Sorge. Was können Sie mir über die Genophage sagen? Biowaffe, entwickelt von salarianischem Wissenschaftsteam, vor über 1000 Jahren von Turianern gegen Kroganer freigesetzt, um kroganische Rebellionen zu beenden. Befällt jede Zelle des kroganischen Körpers, oftmals irrtümlich als Sterilitätsseuche bezeichnet. Korrigiert in Wahrheit den Prozentsatz erfolgreicher Schwangerschaften, um die hohe Geburtenrate der Kroganer auszugleichen. Führt zur Stabilisierung des Bevölkerungswachstums auf vorindustriellem Niveau. War nett, mit Ihnen zu reden, Morden. Muss zurück an die Arbeit. Studien betreiben. So viele Daten. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Tja. Angenehmer Nebeneffekt, oder was heißt angenehmer Nebeneffekt? Eigentlich bitteren Nebeneffekt für die Kroganer zumindest. Die sind zu weit verteilt und zu uneins, als dass die ein vorindustrielles Niveau erreichen. Kann man? Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ungelesene Nachrichten.
Commander, ich habe weitere Nachforschung bezüglich Ihrer Gesichtsnarben angestellt. Die alte Binsenweisheit, der Geist bezwingt den Körper, ist wahr. Eine negative Einstellung und eine aggressive Handlungsweise lösen in Ihrem kybernetischen Implantat Abstoßungsreaktionen aus. Während friedliche Gedanken und Mitgefühl Heilung den Heilungsprozess fördern. Wenn Sie eine positive Haltung bewahren, werden Ihre Gesichtsnarben von selbst fallen. Andernfalls könnten wir durch einen chirurgischen Eingriff Ihre kybernetischen Implantate abschirmen und die Heilung unabhängig von Ihrer mentalen Verfassung beschleunigen. Ich habe die Pläne für die neue medizinische Ausrüstung in Ihrem Forschungsterminal im Tech-Labor aktualisiert. Das wäre Verschwendung. Teamstatus. Wir haben Sarin Masani. Status loyal ist normal. Ja, die können auch illoyal werden. Es gibt. Soll ich das spoilern? Ich sag mal so, das wird im Nachhinein noch zur Bedeutung, dass wir da hinten. Ja, diese. Geschichte haben. Also das wird hinterher noch von großer Bedeutung. Hadley, ich habe von Ferris Fields gehört. Gibt's was Neues von Ihrem Bruder? Er ist weg. Sie sind alle weg. Also gut. Aber wir holen sie zurück. Shepard und Lawson sind an der Sache dran. Wir holen Ihren Bruder zurück und dann werden die Kollektoren bezahlen. Ja, Rache für alle. Hallo, ich will raus. Warum darf ich nicht raus? Joker, warum bist du in Warp gegangen? Commander. Das wär's immer. Nein. Bester. Ja, Shepard? Nein. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Commander. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Wir haben nur eine Meinungsverschiedenheit über die Personalisierung meines Arbeitsplatzes. Die Vorschriften von Cerberus sind eindeutig, Mr. Moreau. Personalisierung bedeutet nicht, dass Sie meine Kameras auf der Brücke verschmieren dürfen. Es ist nur wütend, dass das Material mit mir ausnahmslos aussieht wie aus einem Traum. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ich finde diese Gespräche zwischen den beiden sehr lustig. Das machen wir im guten Run übrigens dann auch nochmal instinktiv. Warum bin ich nicht an Bord in Omega? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wieso bin ich weg? Das können wir bereits. Das kann ich wegklicken. Na, ich habe ja gesagt, gehen. Ich hätte bleiben klicken sollen. Jetzt hat mich wahrscheinlich dann vor der Tür rausgejagt. Naja, egal. Ich nehme Said mit. Wen nehme ich noch mit? Was hat der? Maschinenpistole und schwere Pistole. Ich nehme ihn dann nochmal mit, also zwei Soldaten. Ey, ich habe zwei Punkte. Die Brandmunition wird fertig. Das verteidigt sich ja selbst. So. Ich nehme hier mal den Granatwerfer. Oder den Bogenprojektor. Ne, den Granatwerfer will ich haben. Ich bleibe bei der Carnifex, weil die ist geil. Und dann nehme ich auch die hier. Dem. Laut Quarantänebericht wurde die Seuche vollständig eingedämmt, Shepard. Dr. Solos Assistent hat allen Patienten mit Komplikationen geholfen. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Wir wissen eigentlich schon, was wir machen sollen. Wir müssen im Tagebuch mal nachgucken. So. Gut, und das hier Archangel. Die Gefangene, die gibt es hier nicht. Jack, Name unbekannt. Nachname unbekannt, okay. Hier, Archangel. Taktische Expertise mit kleinen Einheiten. Universalwerkzeugexperte und anerkannter Scharfschütze.
Genshin ist ein Söldner, führe dessen Operation für ihre technische Expertise und strategische Brillanz bekannt sind. Er ist verantwortlich für mehrere Angriffe auf Gangs auf Omega und hält sich dort wahrscheinlich auch auf. Wir sind zum Transport-Hub und... Nein. Das ist aktiv. Also, ich habe gehört, dass ein Mensch in die Seuchenzone vorgedrungen ist. Und jetzt gibt es dort jede Menge tote Watcher. Wissen Sie etwas darüber? Ich habe Ihnen viel Ärger erspart. Sie sollten dankbar sein. Dankbar? Dafür muss ich mich jetzt um die Beschwerden der Sklavenhändler kümmern, weil ihre Ernte ausbleibt. Aber damit werde ich schon fertig. Ich gehe dann mal. Gute Arbeit. Weiter so. Ach, wir dürfen uns ja mal so ein bisschen dingsen, ne? Hier steht einer. Ich bin bei der Mission dabei. Hoffentlich sind Sie bereit. Archangel hat die Freischaffenden ordentlich dezimiert. Bin ich bereit? Kann man eigentlich noch was kaufen hier? Ach, gehen wir. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Rein doch. Halsmaul. Matschaugengesicht. Befehlsform bei mir gar nicht. Böse. Hallo? Das ist jetzt auch doof. Ich habe schon gesagt, ich nehme die beiden mit. Warum denn noch Fragen hier? Och, darf man nicht mal in Ruhe trinken. Nein, Benden. Wenn der Bogenprojektor stand, ne, dann mache ich die fertig. Oh cool, ich konnte fahren. Höchste Zeit, dass Sie mal jemanden schicken, der aussieht, als könnte er wirklich kämpfen. Darauf können Sie wetten. Ich bin bereit. Gehört der zu Ihnen? Nö. Ich bin alleine hier und brauche keine Hilfe. Sagen Sie mir einfach, wo ich hin soll. Na klar. Einfach hier durch. Sie werden sich schon zurechtfinden. Ich bin dran. Aha. Hat man Ihnen gesagt, gegen wen es geht? Sagen Sie uns einfach, wo wir hingehen sollen. Archangel hat sich in einem Gebäude am Ende des Boulevards da drüben verkrochen. Er ist in der besseren Position, weil der einzige Weg rein über eine Brücke ohne jede Deckung führt. Ein Schlachtfeld. Aber langsam wird er müde und macht Fehler. Wir werden ihn bald haben. Ich komme schon hin. Zeigen Sie mir nur, wo die Brücke ist. Ihre Einstellung gefällt mir. Aber wir haben schon einen Plan am Laufen. Sie sind beim Ablenkungsteam. Gehen Sie direkt über die Brücke und halten Sie Archangel beschäftigt, damit das Infiltrationsteam hinter ihm reinschleichen kann. Das ist Selbstmord, verdammt nochmal. Völlig richtig. Aber Sie sehen aus, als würden Sie damit fertig. Ach, ja. Gehen Sie den Boulevard rauf bis zur dritten Barrikade. Reden Sie mit Sergeant Kafka. Er sagt Ihnen, wann es losgeht. Die Brücke ist also der einzige Weg zu seinem Versteck? Genau. Archangel hat alle unterirdischen Gänge gesprengt und die Türen zu den unteren Ebenen versiegelt. Einige unserer Teams graben, aber das dauert zu lange. Wenn sie den Jäger wieder in die Luft bekommen, wäre das eine große Hilfe. Aber ich hoffe darauf, dass das Infiltrationsteam seinen Job macht und wir alle nach Hause gehen können. Sie haben einen Jäger eingesetzt, um einen einzigen Typen auszuschalten? Ja. Und Archangel hat ihn abgeschossen. Er hat ihn nicht zerstört, aber er wusste genau, wo er ihn treffen musste, um ihn außer Gefecht zu setzen. Der Kampf war nicht besonders fair, wenigstens nicht für uns. Oh, eine Runde Mitleid. Wo ist das Infiltrationsteam jetzt? Am anderen Ende der Brücke, in der Nähe seines Verstecks. Aber sie können nicht weiter, ohne gesehen zu werden. Wie sind sie denn so nah rangekommen, ohne gesehen zu werden? Mehr Ablenkung. Tarek hat einen Jäger eingesetzt, um Archangel zu beschäftigen. Ein paar Männer haben es bis in sein Versteck geschafft, bevor er den Jäger runtergeholt hat. Aber die sitzen jetzt dort fest. Wir müssen dafür sorgen, dass Archangel sich nur auf die Brücke konzentriert, damit er sie nicht findet und ausradiert. Was wissen Sie über Archangel? Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich kümmere mich nur um die Logistik.
Tarek und die anderen Söldnerbosse haben schon eine ganze Weile mit ihm zu tun. Aber seien Sie nicht überrascht, wenn Sie nicht gerade begeistert davon sind, mit einem Freischaffenden zu reden. Ich gehe mal besser zu Sergeant Kefka. Gute Idee. Seien Sie auf dem Boulevard vorsichtig. Archangel hat da draußen schon Dutzende umgelegt. Damit werden wir fertig. Nun, wir haben vielleicht einen Weg rein. Wobei das Rauskommen eigentlich viel interessanter ist. Denken wir erstmal darüber nach, wie wir ihn finden.